Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Es ist Sonntag, der 14. Juli und wir haben gleich zwei Empfehlungen für euch, die sich beide auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Thema Kunst beschäftigen. Außerdem wird Dakota Johnson als Madame Web Teil des Spider-Man-Universums. Los geht's aber mit Emily Ratajkowski und Theo James. James wird in Lying and Stealing zum erfolgreichen Kunstdieb Ivan. Eigentlich würde Ivan gern auch mal das ein oder andere Kunstwerk, das er stibitzt, behalten. Denn tatsächlich schätzt er die Kunst und will auch so bald wie möglich aus dem Business aussteigen. Doch leider hat er einen Deal mit einem Gangsterboss und das macht all seine Träume zunichte. Als die Schauspielerin und Betrügerin Elise in sein Leben tritt, scheint endlich ein Ausweg in Sicht zu sein. Ich mach mit. Was meinst du damit? Komm schon, du brauchst meine Hilfe. Ich bin Marguerite. Ich bin Karen. Elise. Nur zu, amüsiert euch schön. Sie sind ein hübsches Paar. Danke. Warum beschatten Sie mich? FBI. In den letzten 3 Jahren haben Sie und Ihre Kumpels einen Gewinn von über 75 Millionen Dollar auf dem Graumarkt erzielt. Was zum Teufel? Was wollen Sie von mir? Sie liefern mir den Mann mit dem Plan. Elise und Ivan planen einen ultimativen Coup, der ihnen endlich die lang ersehnte Freiheit bringen soll. Und das nötige Kleingeld natürlich auch. Dann fängt das FBI an mitzumischen, aber das passt Ivan vielleicht doch ganz gut in den Kram. Das Krimidrama Lying and Stealing findet ihr ab heute auf Prime Video. Nach dem Gaunerpärchen James und Ratajkowski machen wir mit noch mehr bekannten Gesichtern weiter. Neben Dakota Johnson dürft ihr euch in Madame Web auch über Sydney Sweeney, Celeste O'Connor und Isabel Merced freuen. Sie alle nehmen uns mit in das Spider-Man-Universum. Hier arbeitet Cassandra Webb als Rettungssanitäterin und hat gleichzeitig die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken. In ihren Visionen sieht sie einen Mann, der 3 junge Frauen ermordet. Das muss Cassandra natürlich mit allen Mitteln verhindern. Das ist ein Notfall! Raus aus dem Zug! Dieser Mann will euch umbringen. Warum? Wer bist du? Was ist hier los? Ich kann die Zukunft sehen. Das hat sie nicht kommen sehen. So funktioniert das nicht. Das ist Ezekiel Sims. Er war mit meiner Mutter im Amazonasgebiet, als sie Spinnen erforschte, kurz bevor sie starb. Warte mal, dich kenne ich doch, wir wohnen im selben Haus. Du bist die Sanitäterin. Ja, du hättest mich beinahe überfahren. Findet ihr es nicht merkwürdig, wie wir alle miteinander verbunden sind? Für die 3 anderen Frauen scheint eine große Zukunft bestimmt zu sein. Doch dafür müssen sie erstmal die Gegenwart überleben. Und Cassandra muss mehr über ihre Vergangenheit und ihre Fähigkeiten herausfinden. Madame Web könnt ihr ab heute bei Netflix anschauen. Zum Schluss wenden wir uns mit einer Doku wieder der Kunst zu. Es geht um den niederländischen Künstler Frans Hals, der auch der Maler des Lachens genannt wird. Denn im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen Rembrandt und Vermeer hat Hals es nicht so mit der düsteren und nachdenklichen Art zu malen. In seinen Bildern sieht man Frauen, Männer und Kinder lachend und verschmitzt grinsen. Und das in einer Zeit, in der es geradezu verpönt war, Zähne zu zeigen. Alle seine Genrebilder lachen. Diese Leute, es ist verrückt. Kein anderer Maler macht sowas. Sein Leben war von Traumata geprägt, aber in seinen Porträts sieht man nichts davon. Diese Bilder sind extrem lebensbejahend. In seinem eigenen Leben hatte Hals nur wenig zu lachen, doch im Gegensatz dazu wirken seine Bilder wie ein fröhlicher Schnappschuss in Öl. Die Doku Frans Hals, Maler des Lachens, schaut sich das Lachen in seiner Kunst ganz genau an und was das über die damalige und heutige Gesellschaft so verrät. Ihr könnt die Doku heute um 16.55 Uhr auf Arte anschauen oder ihr sucht sie euch direkt in der Arte-Mediathek raus. Das waren unsere Streaming-Tipps für den Sonntag. Wenn ihr uns folgt oder abonniert, dann bekommt ihr auch nächste Woche wieder jeden Tag neue Streaming-Tipps von uns. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Lia Rogge hat an der heutigen Folge mitgearbeitet. Audioproduktion Tim Schmutzler.
Ich bin Imke Zimmermann und ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Bis bald, wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.